Hallo, könnt ihr glauben, dass es schon 40 Jahre her ist, seit die ikonische Fernsehserie, die Bill Cosby Show, 1984 auf unseren Bildschirmen erschien? Unsere Kindheit wurde von den spannenden Geschichten der Huxtable-Familie geprägt. Stellt euch die Freude vor, wenn ihr eure Familie auf dem Sofa versammelt, um diesen Klassiker noch einmal zu erleben, die Schauspieler von damals und heute zu sehen, sich an die Verstorbenen zu erinnern und die Verwandlungen derjenigen zu bestaunen, die immer noch großartig aussehen. Für all diese Antworten begleitet uns auf unserer Videoreise. Also, lasst uns gemeinsam auf Entdeckungstour gehen. Nummer 1. Im Jahr 1984 erschien Bill Cosby auf dem Bildschirm als Dr. Heathcliff Huxtable, eine Rolle, die er im Alter von 47 Jahren lebendig machte. Heute, im Jahr 2024, ist er ein lebhafter 86-Jähriger. Nummer 2. Im Jahr 1984 erschien Malcolm Jamal Warner auf dem Bildschirm als Theo Huxtable, eine Rolle, die er im Alter von 14 Jahren spielte. Und jetzt, im jungen Alter von 53 Jahren, lebt er in Jersey City, New Jersey, wo er ein lebhaftes und gesundes Leben mit vielen Leidenschaften führt. Nummer 3. Im Jahr 1984 erschien Tempest Bledsoe auf dem Bildschirm als Vanessa Huxtable, eine Rolle, die sie im Alter von 11 Jahren spielte. Und jetzt, im Jahr 2024 im Alter von 50 Jahren, lebt sie in Chicago, Illinois, und genießt ein erfülltes Leben mit Familie und lieben Freunden. Nummer 4. Keshia Knight Pulliam erschien auf dem Bildschirm als Rudy Huxtable, eine lebhafte Erscheinung im Alter von 5 Jahren bei den Dreharbeiten im Jahr 1984. Heute, im Jahr 2024, und als lebhafte 44-Jährige, genießt sie ihr Leben in vollen Zügen in Newark, New Jersey. Nummer 5. Felicia Rashad erschien auf dem Bildschirm als Claire Huxtable, eine lebhafte Erscheinung im Alter von 36 Jahren bei den Dreharbeiten im Jahr 1984. Im Jahr 2024, im Alter von 75 Jahren, lebt sie in Houston, Texas, und genießt ein erfülltes Leben umgeben von Familie und lieben Freunden. Nummer 6. Sabrina Lebeauf erschien auf dem Bildschirm als Sondra Huxtable, eine lebhafte Erscheinung im Alter von 26 Jahren bei den Dreharbeiten im Jahr 1984. Im Jahr 2024, im jungen Alter von 65 Jahren, lebt sie in New Orleans, Louisiana, wo sie ein lebhaftes und gesundes Leben mit vielen Leidenschaften führt. Nummer 7. Geoffrey Owens erschien auf dem Bildschirm als Elvin Thibodeau, eine lebhafte Erscheinung im Alter von 24 Jahren bei den Dreharbeiten im Jahr 1984. Im Jahr 2024, im Alter von 62 Jahren, lebt er in Brooklyn, New York, und genießt ein erfülltes Leben umgeben von Familie und lieben Freunden. Nummer 8. Im Jahr 1990 erschien Erika Alexander auf dem Bildschirm als Pam Tucker, eine Rolle, die sie im Alter von 21 Jahren spielte. Und jetzt, im Alter von 54 Jahren, lebt sie in Winslow, Arizona, und genießt ein erfülltes Leben mit Familie und lieben Freunden. Nummer 9. Im Jahr 1989 erschien Raven Simone auf dem Bildschirm als Olivia Kendall, eine Rolle, die sie im Alter von 4 Jahren lebendig machte. Und jetzt, im jungen Alter von 38 Jahren, lebt sie in Atlanta, Georgia, wo sie ein lebhaftes und gesundes Leben mit vielen Leidenschaften führt. Nummer 10.
Earl Hyman erschien auf dem Bildschirm als Russell Huxtable, eine lebhafte Erscheinung im Alter von 58 Jahren bei den Dreharbeiten im Jahr 1984. Mit schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass er uns am 17. November 2017 im Alter von 91 Jahren aus natürlichen Gründen verlassen hat. Nummer 11. Im Jahr 1984 erschien Lisa Bonet auf dem Bildschirm als Denise Huxtable, eine Rolle, die sie im Alter von 17 Jahren spielte. Heute, im Jahr 2024, ist sie eine lebhafte 56-Jährige. Teilt mir mit, welcher Charakter aus Die Bill Cosby Show euer Lieblingscharakter ist. Hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren unter diesem Video und zeigt eure Liebe, indem ihr den Like-Button drückt, unseren Kanal abonniert und die Benachrichtigungsglocke aktiviert, um alle kommenden Videos von mir zu sehen. Ich freue mich darauf, weitere wunderbare Erinnerungen mit euch zu teilen. Danke und bis bald!